Huch. Ey, warum geht er nicht mal hoch? Jetzt. So. Wie wollte das Mausrad nicht? Ja, okay. Wir haben getan, was wir konnten. Aber ich bin noch nicht bereit zu gehen. Wir sollten bleiben und herausfinden, ob unsere Bemühungen ausreichend waren. Sie werden bestimmt genügen. Dieser Zwerg hatte großes Glück, dass wir rechtzeitig vorbeigekommen sind. Ich frage mich, ob er ein Abenteurer wie wir ist. Er sieht so aus, findet ihr nicht? Wir müssen ihn fragen, wenn er wieder bei Kräften ist. Unser Zwerg hat sich gut erholt. Sein Name ist Balvi und er wurde überfallen. Unser Zwerg hat sich gut erholt und mir erzählt, was ihm zugestoßen ist. Er ist ein Abenteurer, genau wie wir vermutet haben. Sein Name ist Balvi und er wurde überfallen. Er und seine Brüder transportierten ein wertvolles Artefakt durch das Gebirge, als sie von Kurkur-Nomaden angegriffen und das Artefakt beraubt wurden. Wir sollten alles in unserer Macht Stehende tun, um es zurückzuerlangen. Er glaubt, die Kurkur haben das Artefakt in eine alte Festung gebracht, in einen Ort namens Helgeroth. Wir sollten uns dorthin begeben und diesen Keil Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das dürfte eine spannende Geschichte abgeben, oder? Aber zuerst solltet ihr euch Spalvi vorstellen und herausfinden, womit wir es zu tun bekommen werden. Ich freue mich sehr, eure Bekanntschaft zu machen. Ja, es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich habe eurem temperamentvollen Freund hier bereits gedankt, möchte aber auch euch meinen Dank zukommen lassen. Ja. Akarius, vielen, 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 vielen lieben Dank für den Raid. Vielen, 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 vielen Dank. Und hallo an alle Raider. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich gehe mal davon aus, es gab für euch Lotro. Gehe ich zumindest mal ganz stark von aus. Mach mal einmal ohne das Ad. Ich glaube, einmal ohne das Ad. Na klar. Ja, sehr geil. Sehr geil. Wie weit seid ihr denn jetzt bei Lotro? Alles gut, Mappa. Ich mach das auch noch falsch. Ich mach das auch noch sehr, sehr oft falsch. Ich lerne noch. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ein angelernter Mod. Wir haben heute übrigens das Nebelgebirge erreicht. Wir sind jetzt endlich in den verschneiten Landen, sage ich mal. 133 habe einfach nur so gelevelt zum Ausklingen. Von daher stehe noch nicht im Gundabad. Ah, okay. Okay. Ja, wir haben vorhin eine epische Schlacht tatsächlich gemacht. Das allererste Mal. Die Treuhöhen soweit beendet. Müssen wir dann natürlich noch die Bezwingertaten und alles fertig machen. Und sind jetzt im Nebelgebirge seit, ich sag mal, einer Stunde ungefähr. Und ich bin schon wieder von einer wunderschönen Schneelandschaft beeindruckt. Danke für den Shoutout. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich habe es jetzt auch endlich mal eingerichtet. Das ist, ja. Haben wieder einen Sub erhalten. Ja, vorhin bei der Subbombe, glaube ich. Bei der Subbombe kam es dann. Warte mal. Ich glaube, das war anonym verschenkt. Warte mal, ich kann mal nachgucken. Ich glaube, es war anonym. Ja, war ein anonymer Sub. Danke, anonym. Unser guter Anonymous. Er zeigt sich gerne und manchmal auch nicht. Ah, ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah, schön. So. Wenn ich den Faden verloren habe. Ja, wir sind hier gerade wieder bei der Bingo-Boffen-Quest-Reihe. Weil wir Boffen alle so lieb haben. Wir sind alle Boffen-Fans. Und wir haben noch, dass Verlängerung gab. Also man kann ja den Stream bei mir jetzt verlängern. 17 Stunden waren angepeilt. Wir sind jetzt bei 18 Stunden 30. Also bis auf max 20 konnte man ja jetzt verlängern. Und ja, jetzt sind es 18 Stunden 30, die wir streamen. Also bis 4:30 Uhr geht's. Wir haben also noch ein bisschen. Ein ganz, ganz kleines bisschen geht's noch. Aber noch geht's mit der Müdigkeit tatsächlich. Noch bin ich fit. Vielleicht liegt's auch mit an dem Energy, den ersten. Der zweite steht noch draußen. Wird ihr gleich mal reinholen. Damit ich halbwegs fit bleibe. 50 Kilometer gelaufen. Ich habe meinen Hut vergessen. Würdet ihr bitte zu meinem Haus zurückgehen? 100 Kilometer später. Geht bitte zurück und holt meinen Wanderstock. Ja. Oh Gott, ich hätte Boffen umbringen können. Ungelogen, ich hätte ihn da umbringen können. Ich bin bereit, meine Brüder. Es war so nervig. Totenkokos. Lass uns zusammen. Okay, ja gut. Mach. Ey, also... Im Auenland hätte ich Bingo umbringen können. Das war so schlimm. Hat ihn zum Bittersteg gebracht. Der Quadrat ist aber echt schön. Also jetzt geht's echt. Vor allem mit Willem Wolha. Ich finde den Look so toll. Der Look ist so, so klasse. Ich habe ja so ein Faible für Wölfe, für Luchse, für Katzen. Ich finde den einfach so knuffig. Und seitdem mag ich die Boffin-Quest-Reihe auch. Also dann wirklich. Ja, Willem. Willem ist so toll. Der Name ist zwar scheiße, aber es ist so ein süßes Viech. Das ist echt niedlich. Vor allem wie, wie Bingo dann auch anfangs noch so eine Angst vor diesem Viech hatte. Und läuft da hinterher. Hüpft das aber. Wo ich mir auch schon dachte, ja, du bist doch selbst schuld. Meine Güte, ist das aufregend. Dieses Tal ist so abgeschieden. Wie viele Hobbits haben wohl je so viel Schnee gesehen? Nicht so viel, möchte ich wetten. Wir müssen diese Kurkur-Nomaden finden und sie dazu bringen, Spelvis Schatz zurückzugeben. Es ist einfach nicht richtig. Ja. Das heißt, wir dürfen jetzt mal wieder für Boffin zig Leuten auf die Fräse hauen. Mal wieder. Was heißt denn jetzt schon wieder? Ich finde ja auch seinen Haarschnitt besonders schick. Richtig fesch. Der geht gar nicht. Und immer das Blümchen da dran. Top modern. Ja, aber wirklich. Ihr könnt bei Germany's Next Top Hobbit mitmachen. Der würde gewinnen. Der würde den ersten Preis gewinnen. Allein wegen seiner Frisur und dieser fetten Blume. Ein echter Topfschnitt halt. Jo. Einmal Topf raufgesetzt. Hier so eine kleine Ritze reingeschnitten und einmal drumherum. Oh Gott. Das geht gar nicht. Vor mir kommt halt auch überhaupt nicht voran. Man steht einfach erstmal so eine halbe Stunde und guckt ihm zu, wie er von links nach rechts wandert. Ah, jetzt. Genug geredet. Ja, ich höre die Kurkur. Wir sollten sie überfallen, bevor sie uns entdecken. Toll. Und immer auf die Frauen. Na gut, okay. Hübsch sind sie nicht mehr. Die sieht etwas verbraucht aus. Also so um die Augen rum. Also. Naja. Aber wir sollten mit unserem Flanellhemd-Look ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind auch nicht gerade preisverdächtig. Was die Mode angeht. Ich meine, ich könnte auch auf das andere Zierwerk wieder wechseln, aber ich glaube, das ist etwas kühl. Ich gehe tatsächlich so ein bisschen nach den Orten, wo man ist. So. Och nö, ich muss wieder... Wir erreichen mehr, wenn wir uns aufteilen. Ich sehe mich hier um. Vielleicht finde ich ja die Kurkur-Nomaden, die mich angegriffen haben. Ihr solltet weitergehen und unseren Freund Bingo zur Vordertreppe bringen. Schließt es dann zu euch beiden auf. Wenn da niemand von uns meinen Schatz gefunden hat, können wir immer noch zum Vordertor hinaufsteigen. Möge das Glück mit euch sein, Runenbewahrer. Und mit mir, oh Gott. Beim Kämpfen wird ihr doch warm. Ja. Eventuell wird mir warm. Vielleicht wird mir auch warm ums Herz. Mal gucken. Man weiß es nicht. Fauler Korku-Speer. Die scheinen ja aber alle faul zu sein. Die sehen so ein bisschen aus wie so Wikinger. Mit dem Helm. Aber rein theoretisch, um mich zu wärmen, könnte ich mir auch einfach so ein Feuerchen anmachen. Mit meiner Feuermagie. Rein theoretisch. Gibt einen Schaden Glühwein mit Schuss. Ja, ihr sollt zwar warm werden, aber sie soll ja nicht getrunken werden. Mein Glühwein ist, ja, eigentlich auch schon alle. Ist jetzt so der letzte Schluck. Ich habe zwar oben noch knapp eine halbe Flasche, aber ich will Frisches nicht wecken. Der ruht sich gerade aus. Er muss nämlich um 3:30 Uhr wecke ich ihn einmal kurz, weil er dann einmal kurz zur Arbeit fährt, sich seine Arbeit mit nach Hause nimmt, weil er morgen dann zu Hause arbeitet. Wegen Magen-Darm. Ich möchte da halt keinen anstecken. Weil er halt oben, wo er dann arbeitet, halt alle das gleiche Tod teilen. Und ja, das möchte er ungern. Kann ich auch nachvollziehen. Deswegen bleibt er wahrscheinlich heute und wahrscheinlich auch übermorgen zu Hause. Also, heute und morgen. Für mich auf der anderen Seite gut, ich kann nämlich ausschlafen dann. Ich muss nicht mit Wauzi-Wau gehen. Wauzi-Wau kann dann bei Jährchen bleiben. Weil auf der anderen Seite auch hoffe, dass es ihm morgen wieder besser geht. Ich meine, wie gesagt, ich hab's ja auch ein bisschen. Aber ich habe halt nur die Rennerei. Ich habe halt keine Übelkeit. Soweit geht's mir ja gut. Wir reden nach dem Stream nochmal. Nach dem Stream bin ich wahrscheinlich tot. Ich meine, wir haben gleich die 15 Stunden. Ich bin aber auch froh, dass ich gesagt habe, 20 max. Länger als 20 mache ich nicht. Wie gesagt, die Möglichkeit aufzustocken geht noch. Natürlich immer nur einmal. Aber es geht. Ist aber auch kein Zwang. Wäre auch nicht schade darum, wenn es um 4:30 Uhr zu Ende ist. Wobei es wahrscheinlich gegen Ende vielleicht noch Witcher geben könnte. In den letzten 2 Stunden. Mal gucken. Aber irgendwie habe ich auch auf Witcher 1 ein bisschen Bock. Und das hält halt auch, glaube ich, mehr wach als Lotro dann am Ende. Je nachdem, was in Lotro noch passiert. Wenn ihr mir nur einen Moment gebt, muss zu Atem kommen. Bingo atmet schwer und massiert sich die schmerzenden Beine. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so viele Stufen wie heute gestiegen. Ich hoffe, dass Balvi weiß, wie man dieses Tor öffnet, sonst müssen wir wohl zurück einen anderen Weg suchen. Und ich bin noch viel weniger bereit, die Stufen wieder hinunterzustecken. Ich kann dich auch runterrollen. Du bist ein Hobbit. Du bist rund. Dich kann ich rollen. Du musst nur deine Beinchen einziehen und deine Ärmchen. Könnte ein bisschen wehtun. Wobei, da ist eine Schneewehe. Da kann ich dich einmal so... Zack. Ich glaube, das lässt Bingo aber nicht mit sich machen. Ich habe die Kurkur, die mich angegriffen haben, nicht gefunden. Sie müssen wohl hinter diesem Tor stecken. Wenn wir dort hineingelangen, werden sie dafür bezahlen, was sie meinen Brüdern und mir angetan haben. Und ich werde mir meinen Schatz zurückholen. Und wie kommen wir da rein? Ich meine, wie kommen wir da rein? Achso. Das erklärt es. Mein Schatz. Mhm. So in der Art. Grimmhandkrieger. Mensch, lange nichts mehr von den Grimmhands gehört. Ich glaube, das letzte Mal in den einsamen Landen. Ihr seht aus wie eine Abenteurerin. Habt ihr etwas mit diesem Kurkur-Abschaum zu schaffen? Wir haben ihren räuberischen Dasein schon ein Ende bereitet. Der Rotstein, Skorums Stern, gehört wieder uns. Der Grimmhand sieht an euch vorbei und sein Gesicht hält sich auf, als er jemanden wiedererkennt. Balvi, wir dachten, ihr werdet verloren. Ah ja. Er gehört also zu den... zu den Grimmhand. Wie soll das, wenn er am Strand ist? Mhm. Aber mal cool. Mhm. Von der Freundschaft zwischen meiner Sippe und der Langwirtschaft. Ja. Ja. Schickt sie was? Bitte? Was? Das? Ach so. Ja, stimmt. Mit seinem Strandhütchen, ne? Wir sitzen ganz schön in der Patsche, oder? Ja, ich bin sicher, dass das alles nur ein Missverständnis ist, dass ich mit diesem Grimmhand schon klären werde. Was? Ich sollte tun, was sie sagen. Ich will nicht, dass meinetwegen jemand verletzt wird. Ich werde das klären und euch dann wieder in Gloins Lager treffen. Was für ein Abenteuer. Dafür gibt es ein aufregendes Kapitel. Strahlt euch glücklich an und ihr fragt euch, ob ihr wirklich nichts aus der kurze Hose und barfuß. Ja. Ja. Und Bingo ist schon... Bingo ist eine Marke für sich. Bin nicht gerade glücklich darüber, aber es ist eine schlimme Lage und der einzige Weg, dass sich alle sicher fühlen, ich bringe euch zum Ausgang und flehe euch an, nichts zu versuchen. Ja, ja. Der Officer ist... ja. Carrie. Carrie, die Ziege. Hey, die ist der Hammer. Die Hammer, der Hammer auf 4 Hufen. Nicht trödeln. Nicht bummeln heißt das, ja? Nicht trödeln. Nicht bummeln. Kommt und bleibt einen Augenblick. Hört er nicht, was ich sage? Hatte ich da jetzt eigentlich die Vorteile gemacht? Ja, hatte ich. Megowannen. Mhm. Willkommen. Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Ja, ne? Geht da hinten. Und da, Ruheklippe. Die Pop-Story dauert wieder, bis wir weiterkommen. Wäre halt ein Umweg darum, ne? Halt einmal hier so... Ja, so rum. Ich bin irgendwie zu faul, den Weg zu gehen. Level 43 incoming. Hm. Level 43 naht. Für mich ist das tatsächlich schon verdammt weit, wie wir gekommen sind. Seit wir Lotro gestartet haben. Wenn ich mal so bedenke, wie weit ich mit Kaya gekommen bin, mit dem anderen Schar. Ich glaube, das wird der nächste Schar, den ich hochziehe. Wobei ich nicht weiß, ob ich Bock habe, einen Jäger zu spielen. Ziel Level 45. Nicht heute. Nicht heute. Ziel ist auf jeden Fall 43. Wenn ich die 43 erreiche, ist mein Ziel für heute erreicht. Geplant war, ins Nebelgebirge zu kommen. Haben wir recht früh geschafft. Und jetzt halt 43 zu erreichen. Und danach kann ich ruhigen Gewissens Witcher spielen. Weil auf Witcher habe ich halt auch mega Bock wieder. Tödlicher Felsfalke, ah ja. Na da. Das mit Schlafen wird nichts. Test ist einfach zu gut. Albert, du sollst doch schlafen. Oh. Ouchie. Der Tag hat noch 23 Stunden. Oh. Wird ich nicht schaffen, ne? Jetzt halt 4 Stunden und 7 Minuten. Seid gegrüßt. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Mhm. Okay, nach da hinten. Und nach da unten muss ich sowieso. Jetzt 6 Minuten. Mappa zählt jetzt jede Minute. Schaffe ich das schon? Ach, wir probieren es einfach. Wenn ich es schaffe, dann sehen wir es ja. Wenn die 2 Level. So, jetzt bitte niemanden anlocken. Auf das Platin verzichte ich oder komme ich dahin, ohne dass mich das Viech entdeckt? Okay. Wenn es sich jetzt nicht bewegt, kann ich still und heimlich das Platin abbauen. Still und heimlich. Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich den Arsch voll kriege? Tat verliehen. Ah je. Na toll. Was kann er? 40er-Quest, okay. Naja, ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, Gary beschwert sich auch nicht. Hälfte haben wir. Oh. Ich hoffe, dass es da oben noch welche gibt. Da gibt es, glaube ich, noch ganz viele. Mehr als auf der Seite. Plötzlich einfach. Ich rate einfach mal wild. Hier sind noch zwei. Das reicht. Da kommen wir mit hin. Jetzt ist nicht mehr weit. So, du kommst hier gerufen. Mit den Hof im Südteil. Also auf der Seite. Platze ich mal. Buffig. Dann dahin. Es ist zumindest mal schön, nicht mehr überlevelt zu sein. Ich ging direkt nördlich von Gabilazan Bingos ab. No. Und einmal wieder zurück. Können wir mal entscheiden? Ja, nein, vielleicht. Oh Gott. Gut. Einmal in den Norden zurück. Da aber hoffentlich nicht hoch. Wenn Bingo entkommen ist, frage ich mich, wie. Da hinten. Nein! Du, ah! Kleines. Kleines Vieh bist du. Wartet! Hört mich an! Ich bin nicht euer Feind! Mhm. Mhm. Das war, dass ich euch und euren Hobbit-Freund hintergangen habe. Aber ich wollte nicht, dass einem von euch etwas geschieht. Je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass ich in dieser Sache nicht mit meinen Brüdern gemeinsame Sachen machen konnte. Als ihre Wache sich ausruhte, befreite ich Bingo aus seinem Käfig und wir flohen aus Gabilazan. Oh Gott. Doch in unserer Eile achtete der arme Hobbit nicht auf seine Füße und plötzlich gab der Boden unter ihm nach. Bingo fiel in dieses Loch und ich fürchte, er ist zu tief gefallen, um mich zu hören, denn er antwortet meinen Rufen nicht. Ich meine, ein Plätschen von tief unten gehört zu haben. Doch ich bin mir dessen nicht sicher. Wenn ihr überlebt haben sollte, dürfte er Vorräte benötigen. Wenn ihr nach Gabilazan zurückkehrt, Essensbünde und Wasserflaschen von den Zwergen an euch nehmen könntet, könnten wir diese zu Bingo in das Loch werfen. Sollte er überlebt haben, wird er alles Essen und Wasser brauchen, das wir ihm zukommen lassen können. Ja, und wie kriegen wir ihn da wieder raus? Bitte vertraut mir. Ich werde alles tun, um die Sache wieder gut zu machen. Mhm. Ich weiß ja nicht. Die letzten zwei Käsedinger. Mein Käse ist leer. Mein armer Käse. Okay, ich muss tatsächlich die Grimmhands töten. Der kann ja viel erzählen, ja, ist so. Weißt du, erst verrät er uns und dann sollen wir immer noch glauben. Also ganz vertraut dem Zwerg nicht. Ich meine, ich habe ohnehin so ein kleines Vertrauensproblem, aber... ja. Okay, Wasserflaschen haben wir zwei. Wie er mit sich. Genau! Wie er mit sich. Genau das. Ist genau so eine Type. Gott, ich kriege Aggression, wenn ich an den denke. Ich kriege echt Aggression. Der hat mich aufgeregt. Oh. Jetzt habe ich wieder einen Hass auf ihn. Ich kann ihn schon nicht hören, den Typen. Da denke ich sofort einfach nur, welche Schlange. Nee. Nee. Nein. Das wollte ich nicht bezwecken. Alles gut, alles gut. Ist gleich vorbei. Die Hassphase kommt sowieso dann, wenn ich mit einem Privatschar wieder an der Stelle bin. Da kommt das Ganze eh wieder hoch. Also ob ich jetzt drüber nachdenke oder ob ich dann drüber nachdenke. Es nimmt sich ja nicht viel. Er ist ja trotzdem noch im Spiel. Man muss ja trotzdem mit ihm leben. Man muss ihn tatsächlich nehmen, wie er ist, leider. Ich könnte ihn dafür links und rechts eine mitgeben. Vor allem allein von dieser Bewegung von ihm. Nee. Das ist unnatürlich. Steht mir ja auch noch mindestens zweimal bevor. Ja, mir auch mindestens zweimal. Einmal mit einem Twink, den ich ja einmal kurz im Stream gespielt hatte, als dann ja das Internet abgebrochen ist. Und dann noch mit meiner Viera, die ich zurzeit spiele. Ich habe mir auch noch eine Viera erstellt, aber schon vor Monaten. Ja, stimmt, dreimal sogar. Ich habe ja noch mein Let's Play vor, also dreimal. Dreimal steht mir das Ganze noch bevor. Weil mit meiner Viera lese ich zum Beispiel auch die ganzen Nebenquests durch. Lese ich ja gefühlt alles für mich durch. So. Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Furchtbar schlechtes Gewissen. Mhm. Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ich schwöre euch, dass ich euch helfen werde, euren Freund zu finden, wo auch immer er meinetwegen gelandet sein mag. Ich bin sicher, dass es ihm gut geht und dass wir alle zusammen darüber lachen werden, wenn wir es geschafft haben. Ich werde darüber nachdenken, was wir als nächstes tun sollten, aber ich werde unsere Suche nicht aufgeben, bevor wir ihn nicht gesund und munter wiedergefunden haben. Ich werde diese Sache wieder gut machen. Ich fühle mich schrecklich. für mich schrecklich. Dieses Theatralische. Ich fühle mich ganz schrecklich. Ich kann nicht mehr leben. Ich habe alle ins Verderben gestoßen. Und ich fühle mich so schrecklich. Das war keine Absicht. Das ist einfach so passiert. Hm? Ich bin einfach so reingerutscht bei den Grimmhands. In diese Drama Queen. Ew. Ich fühle mich schrecklich, weil Bingos Verschwinden meine Schuld ist. Wir sind in großer Eile aus Gabilazan. Ich kann das Wort irgendwie nicht aussprechen. Ich weiß auch nicht warum. Geflohen. Und ich hatte Glück, dass ich nicht auch über nachgegebenen Boden gestolpert bin, wie Bingo. Er hatte weniger Glück und ist tief gefallen. Dort unten muss eine tiefe Höhle sein. Vielleicht ein unterirdischer Fluss oder Strom. Meine kurze Bingos Sturz ein Platschen gehört zu haben, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, bis gleich, Mappa. So, jetzt. Solche Höhen unter den Bergen können groß sein. Skurgrim Grimmhand hat eine Kartografie dieser Tunnel befohlen und mehrere Zwerge ausgesandt, um eine Karte der Höhen des Nebelgebirges zu erstellen. Soweit ich weiß, sind sie nie aus dem Bilbesdorf zurückgekehrt, aber solltet ihr sie finden können, könnt ihr ihre Karte uns helfen, Bingos Aufenthaltsort aufzuspüren. Ich werde euch im südlichen Hohen Pass treffen, weit im Osten von hier, nachdem ihr brauchbare Karten des unterirdischen Höhensystems gefunden habt. Okay, das ist da ganz hinten. Ja gut, dann machen wir erstmal das da oben und gehen dann einmal so rum. Dann machen wir Bingo später weiter. Das kleine Bingo-Leinchen. Ja, hau auf mich ein. Komm. Ich bin sowieso schneller als du. Da ich ja mittlerweile weiß, dass ich auch reiten kann, ohne dass ich die B-Taste gedrückt halten muss, nimmt mir das einiges an Arbeit ab. Bei langen Strecken zumindest. Meine kurze steuere ich gerne selber. Diese langen? Nee. Nein! Ja gut, lauf weiter. Du schaffst es auch ohne Pferd. Okay. So natürlich nicht. So natürlich nicht. Ja klar, und jetzt läufst du weg, oder was? Kleines Ärschchen. Naja. Also, Ziege wieder rauf.